Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Wiggles. Jo, wir sind ja auf dem Weg weiter nach unten. Ach, unsere Höhle ist jetzt fertig. Das sieht gut aus. Ich habe zwar noch nicht wirklich was, was wir jetzt da reinbauen können. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt tun werden, aber denn momentan sind wir auf dem Weg weiter nach unten und halt, ich sollte mir irgendein paar Wiggles mitnehmen. Sonst macht das wenig Sinn. So, sind die jetzt groß? Na, Yusuf war ja schon groß, ne? Ich glaube, die sind groß. Außer Kitty. Oh, ich kann den Namen nicht. Ich und die Namen, ey. So, Moment mal. Dania war schon groß. Henning auch. Henrike. Gut, du musst einsammeln. Reithamster. Da kümmern wir uns ja erstmal jetzt drum, natürlich. Holzkiepe. Und haben wir da noch eine Keule? Lorenz Mütze? Was ist das denn? Ist ja interessant. Wenn die Sternpelieren ihre Mützen, was machen wir damit? Leg die mal bitte da kurz hin. Ich muss mir das mal ansehen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, keine Ahnung. Ich pack die jetzt mal ein. Was macht man mit so einer Mütze? Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr da eine Antwort drauf. Interessiert mich auf jeden Fall, warum wir diese Mützen jetzt haben, was wir damit anstellen können. So, Henkin, du bist auch groß, du brauchst jetzt auch wieder irgendeinen Kram. So, wo ist denn hier noch einer abgenippelt? So, hier steht auch noch ganz viel rum. Holzkiepe bitte nehmen. Reithamster, aber hier ist nicht so eine Mütze, ne? Oder doch? Stand da nicht gerade irgendwas mit Deike? Deikes Mütze, Tatsache. Was ist das da? Ach, das ist die Robbensuppe. Ah. Okay, in so einem Topf. Alter, willst du mich jetzt rollen? Kommst du jetzt mal und sammelst das ein? Ich würde schon sagen, so weit war das doch gar nicht entfernt. Wie lange braucht er denn? Okay. Naja, gut. Einfach mal so den Fehl missachtet. So, Henkin. Schnapp dir mal alle Tier. Die Mütze. Kannst du mit einer Axt umgehen? Nee. Gut, du brauchst eine Keule. Und die Axt, ja, ne, lässt du liegen. Gut, dann hatten wir noch Imke, glaube ich. Jawohl. So, wo krabbelst du denn hin? Oh, das passt ja gerade perfekt. So, nimm dir mal die Kiepe. Ich habe jetzt wahrscheinlich unterbrochen. Sollst du die Kiepe nehmen? Reithamster? Ja, die Mütze. Ich packe die jetzt einfach ein und. Steinschleuder? Imke mit einer Steinschleuder. Das muss ich mir jetzt aber nochmal angucken. Kampf. Imke. Einhänder. Verteidigung. Kung Fu. Naja, egal. Hat sie jetzt halt Steinschleuder. Oje. Okay, und Ketil dürfte ja noch nicht so alt sein. Okay, gut. Sehr schön. Dann nehmen wir uns jetzt hier die nächsten mit. Ja, die wollen schon wieder so viel haben. Aber leider haben wir nichts, ne? So. Ich gehe jetzt mit denen, die nehme ich mir jetzt mit. Wir gehen jetzt hier weiter natürlich. Jetzt gehen wir hier weiter nach unten. So, dann schauen wir mal, ob das hier auch der Weg ist, wo wir lang müssen. Aber ich würde natürlich auch gerne noch ein bisschen weiter graben. Also hier nach rechts würde ich gerne auch weiter graben, ehrlich gesagt. Aber ich schaue erstmal, wie lange der Gang da geht. Vorausgesetzt, unsere Wiggles kommen dann auch irgendwann mal. Ist halt ein weiter Weg, da sind sie. Gut, während die jetzt dahin laufen, schaue ich noch mal ganz kurz, wie es ums Essen bestellt ist. Gott, das haben mich wieder alles aufgefressen, glaube ich, was hier lag. So, Suppe, Hähnchen, Hähnchen, Hamsterkeule. So, Bier.
Und nochmal zwei Hersteller. Stehen ja zwar schon viele, aber sicher ist sicher. So, da sind es auch schon. Ich frage mich gerade, warum da einige Namen so andere Farben haben. Das fällt mir jetzt erst auf, ne? Jeffrey Graham. Hä? Aber wenn ich jetzt hier stehe, ist das nicht so. Nur wenn ich da so bin. Okay, dann hat das anscheinend doch keine Bedeutung. Warum die dunkel sind und die anderen hell? Das sind die Männer, ne? Die Männer sind dunkel. Die Frauen sind hell, aber nicht, wenn ich hier auf so einem hellen Hintergrund bin. Komisch. Ja, über was man sich so manchmal Gedanken macht. Okay, jetzt gehen wir hier runter mit denen. Na los, lauft. Lauft, lauft. Keine Angst. Auf jeden Fall sollten wir hier auch wieder eine Leiter dann mitnehmen. Hätte ich auch gleich machen können. Obwohl, nö. Okay, ist nur ganz kurz. So. Na, ich schaue erstmal, wie weit der Gang ist und wo der uns so hinführt. Es sieht aus, als ob es wieder runter geht. Okay. Es könnte wirklich sein, dass es jetzt dahin geht, wo wir hin müssen. Wir müssen ja zur Torwächterin. Und da weiß ich auch schon, was passiert, ne? Das, ich hatte es ja mal angetestet, da bin ich ja relativ schnell runtergegangen und dann kam so ein Tor, wo ich dann umziehen musste und nur eine gewisse Zeit hatte für. Das will ich jetzt noch nicht machen, weil das kostet viel Vorbereitungszeit. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob wir da jetzt wirklich langlaufen. Ich habe so Angst, dass wir das. Oh, okay, hier sind noch Trolle. Ach ja, je, eine Troll. Shit, ich bin darauf auch nicht vorbereitet. Der holt jetzt Verstärkung. Wie viel sind das? Sind das nur zwei? Ich hau da jetzt trotzdem ab. Ich hoffe, dass sie uns in Ruhe lassen. Das schaffe ich nicht. Zwei gegen drei. Das wäre. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte hier stehen und die umkloppen, bevor die hochkrabbeln. Dann rennen die, dann fallen die nämlich wieder runter. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, um uns vorzubereiten. Ich muss hier mit mehreren hin. Mit. Shit, ich hoffe, das klappt so. Greift die an, greift die an, greift die an, greift den an. Okay, gut. Abhauen, abhauen. Ich frage mich jetzt, ob die natürlich hinterherkommen. Jetzt sehe ich die natürlich nicht mehr. Okay, warte mal. Ich werde die jeden Fall dahin zurückholen und werden mir jetzt noch ein paar mehrere Wege holen. Das passt mir jetzt zwar nicht in meinen Plan so rein, aber gut. Ja, außer dem Babyzwerg, den würde ich natürlich nicht. Du nicht. Also ich glaube, jetzt habe ich hier noch mehr geschnappt, die ich nicht wollte. So, und die müssen jetzt hier hinkommen. Okay, sehen tue ich sie nicht. Also die sind jetzt, glaube ich, nicht hinterher gekommen. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis sie da sind. In der Zeit, können die jetzt doch nochmal runtergehen? Ich weiß, ein bisschen hin und her ist ein bisschen doof. Und hier mal, weiß ich nicht, wie viel, ob wir das überhaupt schaffen. Diese Musik, ey. Die macht den Mann ganz schön nervös. Und nochmal. Das Nu. Ihr solltet weiter. Könnt da mal ein bisschen anfangen zu buddeln, solange bis die anderen kommen. Und dann gibt's auch einen Sack hier auf. Eins auf der Mütze. So, wo bleiben die? Da. Okay. Gut, auch hier mache ich mir jetzt nicht Hoffnung, dass da jetzt sowas liegt, aber ne? Man weiß es ja nie. So, schwingt die Hufe. Hier ist aber nichts gefunden worden in der Zeit. Nö.
So, weiter mache ich jetzt aber nicht, weil die anderen dann gleich da sind. Oh, da geht's. Oh, okay. Da haben wir dann auch einen Durchbruch und da geht's dann auch weiter. Interessant. Machen wir nicht jetzt. Wir kümmern uns jetzt um die Trolle. Und zwar alle zusammen. Wie habe ich denn? Sechs, ne? Drei? Sieben sogar. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen, so ganz ohne Falle. Weil sonst habe ich das ja mit Fallen gemacht, ne? Aber das ist jetzt hier ein bisschen blöd. Dann müsste ich die anlocken und irgendwo hier Fallen hinbauen oder so. Nee, das dauert mir jetzt ehrlich gesagt auch zu lange. Ich kloppe die einfach mal so um und hoffe, dass das funktioniert. Und hoffe, dass das nicht so viele sind. So. Das sollten wir schon schaffen. Weiter bitte. Okay. Ich kann natürlich noch nicht weiter reingucken. So. Ach, Leitern sind so nützlich. Es dauert noch eine ganz schöne Zeit, bis die hier runtergekraxelt sind. Okay, da liegt einer. Wo ist der hier wach ist? Würde erstmal gerne den haben, der wach ist. So, jetzt. Vielleicht schaffen wir das, ohne dass der andere wach wird. Ihr sollt da krämpfen. Wo rennt ihr denn hin? Alter, nein! Wo ist der? Ein Idiot! So ein Idiot, ehrlich. So, da ist noch einer. Oh je. Okay, aber der erste ist gleich down. Sehr gut. So, jetzt auf den bitte drauf. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, finde ich gut. Das läuft sehr gut. Okay, prima. So, alle brauche ich jetzt nicht. Ich werde mir jetzt nur ein paar schnappen, die hier alles einsammeln. Heiltränke. So, du hast da einen Heiltrank. Oh, da hat jemand Gold verloren. So, das nimmst du auch mit. Okay, jetzt müsste ich mal ein Stück näher ran. Kümmer dich mal da drum. Halt, nicht alle wegrennen. Nein. Hier geblieben. Beide hier geblieben. So. Nimm mit. So, was ist da? Ein Buch? Noch ein Heiltrank? Okay. Das öffnen. Halt, wirst du wohl hier bleiben? Ach Mann, die sind mir jetzt zu schnell. Öffnen. Öffnen. Da hinten sind Schränke, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. So, jetzt haben wir hier gleich alles volle Taschen. Oh, was ist das denn? Eine Machete. Huch, da lag noch was. Grillhamster. Halt. Okay, da haben wir noch was. So. Und hier sehe ich doch, da ist noch was. Halt, 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 hier geblieben. Ich drehe durch. Es geht mir mal zu schnell. Ich weiß, du hast gleich volle Taschen, aber das musst du jetzt machen. So, das bitte noch. Okay, und noch ein Buch. Ja, sehr gut. Gewürz aus Stein. Ich sehe das jetzt. Solltet ihr nur mitnehmen. Würde schon sagen. So, Stein nehmen wir nicht mit. Hier geht's auch noch. Hier ist auch ein Gang. Okay. So, ich glaube, jetzt haben wir doch alles eingesteckt. Ich komme nicht klar gerade. So, jetzt könnt ihr abhauen. Schön, haben wir nochmal so eine kleine Ecke gefunden. Gut, wenn die halt zurück sind, ne, mache ich hier wieder Taschenkontrolle und leg das irgendwo da ab, wo wir es auch finden. So. Aber erstmal sollen die auch ihre Pause da kriegen. So. Ich gehe mal alles wieder durch. Okay, Till ist groß. Sehr gut.
So, dann machst du natürlich hier die Holzkiebe. Ah, die Ringe werde ich da, glaube ich, jetzt einfach liegen lassen. Oder nee, ich werde die einstecken. Die kriegt jetzt Katie von mir in der Hand. Kittel. Besser ist. Sicher ist sicher. Wenn denn Kittel. Ah, da ist er. Wollte schon sagen. Ich verstehe schon wieder. Irgendwie was verplant und nicht das macht. So, Keeper. So, und dann kriegst du halt die Ringe. Vielen Dank. Weitermachen. So. Ketel, Henrike. Okay. Henkin, wo bist du? Da oben. Was machst du gerade? Freizeit. Okay. Moment, dann bleibst du mal bitte hier. Du hast ja hier so ein toll Golderz aufgesammelt. Schmeiß das mal da bitte hin. Okay. So, du brauchst auch keine zwei Keulen. Und das Buch, das verteile ich später. So. Jetzt müssen wir erstmal nochmal schauen, was das für ein Buch ist. Mein Schwert und ich, also Einhänder, denke ich mal. So, Zwerge. Schauen wir doch mal wieder, wie es so aussieht im Kampf. Nee, erstmal die Jungschen. Käthe, Hendrike, Henken, die ganzen hier, genau. Hendrike, Henken, Henken wäre eigentlich nicht verkehrt. Henken. Wo auch immer du dich rumtreibst, aber du liest das mal bitte. Ach, das bist ja du. Sehr gut. Okay, Henkin hat plus 2 in einen da. Okay. Gut, dann waren wir bei Henkin. Imke hat nix. Daniel. Lola. Micha. Micha. Oh, perfekt. Du stehst genau richtig. So, Bier. Noch ein Bier. So. Tränke lässt man auch da liegen. Ich will nur wirklich, ey. So, es sollte uns keiner klauen. So, Grillhamster kannst du auch dahin schmeißen. So, okay, da bist du frei. Sehr gut. So, wer warst du nochmal? Micha. Valeska. Du bist hier. Gut, dann bitte Buch dahin. Das Schwert kann sie jetzt erstmal, die Machete, meine ich, kann sie jetzt erstmal behalten. So, was ist das? Gewürze aus Steinen. Okay, was soll das bedeuten? Produktion vielleicht, ne? Steinproduktion eventuell? Könnte sein. Das mal Micha. Obwohl, warte mal, wie alt ist Micha? Ich muss gucken. Micha ist schon 22. Nee, ist dann nicht so klug. Jeffrey Graham vielleicht? Ja, nehmen wir Graham. Nee, nehmen wir Jeffrey. Jeffrey ist gut. So. Okay. Oh nee, das war verkehrt. Du sollst es gleich lesen. So. Schauen wir mal weiter. Samira, Yusuf, Margit. Okay, gut. Dann warten wir jetzt auf Graham. Da kommt er schon. Und Jeffrey hat plus 4 in. Ach, Nahrung. Okay. Ja, gut, Gewürze. Das spricht für Nahrung. Stimmt auch wieder. Naja, okay, ist auch nicht verkehrt. Ja, schön. Haben wir in der Folge jetzt auch wieder einiges erlebt. Einen unfreiwilligen Kampf gegen Trolle. Ja, ein paar Bücher, sehr gut gefunden. Und ein bisschen Golderz, das freut mich auch. Und Bier und Tränke. Ja, das war wirklich kleiner Ausflug gerade, den wir da gemacht haben. Es liegt hier natürlich noch alles rum, aber die werden sich da schon irgendwann drum kümmern. Ja. Also, das war's denn für diese Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.